Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Sidecast Nummer 2236. Weiteres Mirror Matchup. Wir haben hier PvP einmal mit dem Spiel Rot. Das ist der Franzose Shadow beim Team Platinum Heroes. Und sein Gegner ist auch sein Teamkollege. Hier haben wir den Protoss in Blau. Das ist der Kroate Goblin. Immer noch ein relativ junges Talent Goblin mit seinen 21 Jahren, was jetzt aktuell sein müsste. Wie gesagt, die beiden im selben Team gelandet. PvP in Europa. Europa hatte einiges an Protoss-Spieler auf Vorrat. Also da gibt es eine ziemlich massive Auswahl. Mal sehen, wer von den beiden stärker ist. Wir haben auch hier ein Gruppenphasen-Match. Also das heißt Best of Three. Und man versucht sich möglichst viele Siege zu erarbeiten, dass man möglichst weit kommt, bis dass man eben den nächsten Schritt ins Playoff-Bracket schafft. Und wir bekommen die Doppel-Gateway-Opener von beiden Seiten. Probe scout rüber. Shadow ist da zuerst da, währenddessen Goblin scoutet die nähere Umgebung erstmal ab. Beziehungsweise kann mit dieser Probe und dem Fahrtweg darüber auch noch einen Proxy starten, wenn er wollte, wenn er irgendwo hier in der Ecke landet. Weil das so ein gutes Stück weg ist. Also es ist nicht sonderlich nah am Gegner. Das heißt, selbst wenn er hier was baut, es braucht lange, um in der gegnerischen Basis anzukommen. Währenddessen Shadow hat er hier den Blick auf die Mainbase von Goblin. Mal so mal sehen, was genau der Plan ist. Die Probe setzt sich jetzt wieder in Bewegung. Die Probe in Blau da unten fährt also nochmal weit über die Karte, nähert sich dem Gegner. Einmal unter den Xel'Naga-Tower mitgenommen und dann wird es aber... Das ist die Frage. Positioniert sie sich nur und baut dann irgendwann einen Pylon oder geht sie tatsächlich nur auf einen sehr späten Scout? Cybernetics Core wird fertig auf beiden Seiten. Die Gate wissen, das heißt, es können zwei Einheiten produziert werden. Optionen Adepts, Stalker, Sentries und wir bekommen Doppel-Stalker versus Doppel-Adept. Somit Goblin mit der etwas agileren Truppe, dafür nicht so stark im direkten Fight. Und kann jetzt hier seinen Scout auch nochmal halten mit dieser Probe. Sieht, dass die zwei Gateways hier stehen, also da gibt es jetzt nichts Direktes zu befürchten. Hier sind es halt zwei Stalker. Dagegen kann man dann nicht direkt fighten. Also die würden den Kampf dann gewinnen, falls es zu einem kommen sollte. Da die Adepts nicht an einem direkten Kampf interessiert, die wollen eher den Gegner vermeiden. Und dann können wir auch in Kürze den Tech sehen. Vespingas ist dafür nah. Tech-Gebäude könnten gestellt werden. Hier noch eine Probe unterwegs. Also es ist einiges an Bewegung auf der Map, was die Probes betrifft. Aber wir haben noch keinen einzigen Proxy-Pylon. Die Adepts checken jetzt auch hier hinten noch die Lage. Suchen nach der Scouting-Probe des Gegners, wo die abgeblieben ist. Die wird eben noch gefunden hier. Die hat Shadow hier im Blick. Also die Probe von Goblin. Die Adepts machen sie auf den Weg und da fährt die Probe oder wollte zurückfahren. Tatsächlich, die Adepts können das aber abfangen. Diese Probe sollte das normalerweise nicht überleben. Auf der anderen Seite, die Stalker gehen gerade raus und da gibt es einen Probe-Snipe für einen Probe-Snipe. Da hat tatsächlich Shadow zuerst den Fight verloren, der Stalker ist auch draußen. Das heißt, die Adepts, die treffen erst auf die nächsten beiden Stalker, die gleich geboardet. Man kann natürlich mit dem Pylon das Reinkommen oder mit dem Schildbatterie in dem Fall das Reinkommen in die Basis finden. Es ist Goblin, der auf eine Expansion geht. Und Shadow eben mit seinen Stalkern hat da die stärkeren Einheiten, baut dann eine Sentry als nächstes mal dazu, hat jetzt eben vier Stalker am Start, kann hier auf die Basis ein bisschen Druck machen. Wir haben die Gateways oben, die haben auch nochmal für zwei Stalker gesorgt. Für die Defensive, falls der Gegner eben ein Stargate hat, möchte man es haben gegen Oracles. Und hier wird jetzt gekämpft. Die Adepts sind reingeportet und werden dann rausgeholt über den Recall, weil sie eben diesen Kampf nicht gewinnen werden. Und da der Shade erst vor kurzem eingesetzt wurde, kam sie auch nicht so schnell wieder aus der Basis raus. Damit hat man das alles nach Hause geholt, dass es da keine Verluste gibt. Trotzdem ein angeschlagener Adept. Dafür schnellere Expansion für Goblin. 29 zu 26 Probes. Hat ja nicht 2 zu 1 da einen Fight gehabt. Also hat zwei Probes des Gegners zerstört und hat selber nur eine verloren. Allerdings hier die Schildbatterie musste erstmal gecancelt werden. Und dann gibt es so ein bisschen Stress, weil der Gegner halt noch mehr Stalker hat. Und da kommen vielleicht nochmal welche mit dazu. Tech-technisch gab es jetzt auch Entscheidungen. Wir haben Twilight Council auf beiden Seiten. Goblin geht aber schon höher auf die nächste Phase, nämlich DTs. Ein Darkshrine kommt mit dazu, den man dann noch versucht, dann den Gegner unter Druck zu setzen. Er hat keine Warp-In-Position. Es gibt nirgendwo einen Pylon, mit dem man das irgendwie starten könnte. Aber es soll einen geben. Die Probe ist nämlich noch draußen. Und da kommt der entsprechende Pylon. Da kann man diesen Stalkern quasi vorbei warpen. Muss man sich um die nicht kümmern. Und es kommt auch der Darkshrine bei Shadow. Also beide haben einen ähnlichen Gedanken. Allerdings, das Timing ist unterschiedlich. Shadow geht noch auf Blink mit dazu. Hat also das mit dabei. Das geht allerdings auch ins Geld. Das heißt, er kann sich nicht ganz so viele DTs dann leisten. Und eben sein Timing ist deutlich später. Was darum für beiden fehlt, ist natürlich die Detection. Weder Oracles noch Observers sind ein Thema. Also unsichtbare Einheiten könnten hier ein richtig, richtig großes Problem werden. Und es ist Goblin, der hier den ersten Angriff machen kann. Eben mit dem deutlich schnelleren Timing seines eigenen Darkschweins. Der wird jetzt fertig. Die Gateways sind da. Er kann hier da drei Warpins starten. Es fehlen die Mineralien gerade noch, aber Vespingas wäre das. Es wird wahrscheinlich noch einen zweiten DT geben. Wie viel mehr ist dann die Frage? Man sieht, der Warpin dauert lange. Die Netten sind auf der Suche nach einem Pylon. Und die sollten das auch flimmern sehen. Die Netten haben jetzt auf jeden Fall den Pylon gefunden. Zweiter DT ist am Reinwarpen. Wird der noch fertig? Und der Pylon sollte lange genug halten, dass der DT auch noch reinkommt. Der säbelt sofort an der Sentry los. Versucht die zu erwischen. Geht auf die zweite Sentry. Die Stalker klären jetzt erstmal Pylon Nummer 1. Und braucht natürlich jetzt dringend irgendwie Detection. Die DT ist nämlich drin an den Probes. Und die Natural ist unter Beschuss. Drei Probes bisher gesniped. Jetzt spart man sich selber aus. Hauptsache der DT kommt nicht in die Mainbase, ist quasi der Gedanke.
bis man die Texture am Start hat. Eine Robo wurde gebaut. Observer kann danach gechronoboostet werden. Hier der Pylon ist in Gefahr. Das heißt, die Wall wird dann erstmal aufgesäbelt. Ne, Forcefield rettet das erstmal noch. Die T sind jetzt hier committed. 5 Probes bisher zerstört. Auf der Gegenseite der eigene Darkstone ist auch fertig. Backup Forcefield ist auch noch mit dabei. Der DT geht jetzt nochmal die Einheiten an. Und auch die Probes sterben nochmal 8 Stück gesniped. Die T1 fällt jetzt hier. Die T2 ist in Gefahr. Trotzdem 10 Kills gemacht. 36 zu 44 Worker ist der aktuelle Stand. Blink wird nachgezogen von Goblin. Sein Gegner hat das gecancelt, um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Aber es gibt den Konto-Warp hin. 2 DTs kommen jetzt auch hier rein. Und tatsächlich, Goblin weiß noch nichts von diesen Pylon. Was können die DTs hier anrichten? Die werden jetzt auch gesehen. Das Flimmern fällt natürlich auf, dass der Gegner da irgendwas am Start hat. Aber die Robo wurde gerade erst gestartet. Das heißt, Goblin hat absolut keine Detection für irgendwas. Hat auch keine Sentry mehr dabei. Das heißt, die Stalker blockieren das gerade mit ihrem Körper, diese Rampe, dass das funktioniert. Danach kommen Sentries, um das in den Griff zu kriegen. Parallel mal move die Army hier mit raus, um die dritte anzugreifen. Also das ist der Plan. Da kommt ich schon ein bisschen mehr zu machen. Einfach den Nexus des Gegners rausnehmen. Weil aktuell hat man nicht die Möglichkeit dazu. Blink wird dann aber früher fertig für Goblin. Dadurch, dass es sein Gegner gecancelt hatte. Aber ist die Frage, kann der Nexus halten? Nein, kann er nicht. Er cancelt den auch. Die DDTs überlegen, ob sie nochmal den Pylon mitnehmen. Die Natural geht wieder an die Arbeit. Robo ist immer noch nicht ganz fertig. Das heißt, man will sich noch nicht unbedingt rauswagen als Goblin. Das ist ihm ein bisschen zu kritisch. Damit verliert er seinen Economy-Vorteil. Versucht die Adepts hier noch reinzuschicken, dass er da mal noch irgendwas retten kann dabei. Aber die Adepts werden jetzt auch gefunden. Können dann angegriffen werden, gejagt werden von den Stalkern. Ich frage die Adepts, gehen sie nach vorne oder versuchen sie abzuhauen? Die werden eher nach vorne gehen. Die wissen, dass ihr Leben eh nicht mehr so lange aktiv sein wird. Ja, da gibt es den Teleport rein. Die Probes helfen nochmal mit außen der Verteidigung. Der Adept wird auch zerstört. Nimmt da noch eine Probe mit. Und damit haben wir den Stand von 47 zu 47. Mit dem ganzen Tipp landen wir am Ende doch auf dem gleichen Worker-Count. Aber Vorteil für Shadow jetzt mit dieser dritten Basis, die schnelle fertig wird für ihn. Seine ist fast fertig. Die vom Gegner hat jetzt gerade neu begonnen, nachdem Goblin die neu bauen musste. Resources Lost ist ein 1000 zu 1200. Wir hatten 13 zu 3 Probes, die da zerstört wurden. Aber natürlich, die Nexus machen da auch noch einiges Unterschied. Und wann man die Probes bauen konnte in seiner eigenen BO oder ob es gerade dringendere Probleme gab. Jetzt haben wir beide die Detection, beide haben die Robos. Es kommt noch eine Forge mit dazu. Dann kann man auch Cannons bauen, um sich ein bisschen besser gegen DTs abzusichern. Und die DTs in Rot wurden jetzt auch schon zu einem Archon. Also für Shadow ist das nicht mehr so von Interesse. Vielleicht werden später die DTs nochmal interessant mit ihrem Upgrade, wenn sie dann mal reinspringen können. Dazu bräuchten wir aber noch eine deutlich spätere Situation. Aktuell sind die DTs einfach sehr kostspielig und helfen nicht viel in einem großen Fight. Da wird ein Blink genutzt, um die Hallucination abzufangen. Hat nicht funktioniert. Das heißt, da bekommt Shadow einmal den Scout drüber. Da kommt Charge, da kommt plus 1. Das wird auf der Gegenseite dann auch folgen. Blink ist gleich da, Charge fehlt dann noch. Das wird dann als nächstes angedrückt. Plus 1 Attack ist bereits unterwegs. Das wird nochmal die DT versucht. Also Shadow doch, ein Einzelner kommt nochmal zusätzlich. 5 Gateways auch, damit mehr Warpins möglich sind. Die dritte Basis ist jetzt ein Thema. Und sie läuft auch, 58 zu 55, Worker, die dritte Basis ebenfalls fertig. Und tatsächlich mit der Situation wird es auch, denke ich, nicht so lange dauern, bis wir eine vierte Basis kriegen. Hier noch ein paar Props mitgenommen. Also meine Klinisch ein bisschen ein Auf und Ab. Und hier haben wir jetzt aber Bewegung mit der Stalker-Basse. Die geht nach vorne, snipt einen wichtigen Pylon. Die Props bereits auf der Flucht, die Armee überlegt sich, wie sie da am besten reagiert. Unten gab es auch noch Ärger, nämlich mit den DTs. Also es ist Goblin mit 2 Angriffen unterwegs und er versucht die Forge zu snipen. Und er wird die Forge auch kriegen. Die Stalker räumen da eins nach dem anderen weg. Auch der Stalker fällt, die Props sind noch ausgeschaltet. Notfalls kann man ein bisschen raus recallen. Die DTs wurden jetzt endlich geklärt. 6 Props down, auf dann ist es in 3 Props gefallen. Mit dem DT dann noch unterwegs, war trotzdem diese Stalker nerven jetzt ziemlich. Und da kommt der Recall und er reicht gerade so, dass er alle Stalker hier rausziehen kann. Also schön gemanagt von Goblin am Ende. Sein Gegner da gut ausgetrickst. Einiges in der Mail bislang geht auch Charge, wie man sieht, steht still für eine ganze Zeit lang. Die Probes konnten eine Zeit nicht arbeiten, damit hat sich die Economy-Situation wieder geändert zwischen den beiden. Shadow hatte kurz einen Vorteil und prompt wieder verloren mit diesen ganzen Angriffen, die er da einstecken musste. Und man sieht, bei Goblin gibt es die Cannons, um sich besser gegen die Tees abzusichern. Damit er ein bisschen Static Defense mit dabei hat, wenn die Armee dann wieder die Basis verlässt. Und Mortal kommt dann auch mit dazu, kann man die Stalker besser kontern. 20 zu 18 Stalker auf dem Feld, ein Upgrade-Vorteil bei Goblin, weil eben die Forge des Gegners komplett zerstört hat. Also es wird eine ganze Weile so bleiben mit diesem Upgrade-Vorteil. Da sieht man, die Forge ist jetzt im Neuaufbau und auf der anderen Seite startet das plus 2 Attack. Und da kommt das auch, das DT-Blink-Upgrade. Holt sich Shadow hier mit dazu und sein Charge muss da noch fertig werden. Da kommt dann die vierte Basis, wie erwartet. Wir makron uns höher, haben aber erst 120 Supply, da ist noch einiges an Luft, was man sich dazu holen kann, bis wir die 200 erreichen. Vierte Basis kommt auch für Goblin. Hier nach 10 Minuten. Die beiden, ja, müssen Schläge austeilen und einstecken, aber sie landen eben auf einer ähnlichen Situation. Die Robo steht hier immer noch still und die Gateways ebenfalls, da gab es keinen weiteren Pylon, der sich drum kümmert. Eine Supply-Grenze für Shadow ist schon ziemlich hoch mit 172. Viele Pylons fehlen ihm theoretisch nicht mehr. Und Worker-technisch hat er immer noch ein bisschen mehr gehabt, dass jetzt, wo seine Basen wieder laufen, wieder das bisschen besser hinkam. Army-Supply geht höher und die Army-Konstellation ist sehr, sehr ähnlich.
Parsaletzen jetzt mit drin. Stalker Masse ist fast gleich. Beide haben einen Immortal, wobei den hat Goblin hier nicht mehr dabei. Der greift mit seinen Stalkern einfach mal so an. Die vierte Masse ist, was kann er da machen? Er versucht einmal den. Ja, Nexus nimmt richtig massiv Schaden von so einem Stalker-Runde. Fast die kompletten Schilde unten. Mit diesem kurzen Besuch. Parallel versucht man Warprism ranzubringen. Aber da warten bereits ein paar Stalker, da ist ein Observer mit dabei. Diese DT-Aktion soll nicht funktionieren. Die DT-Aktion wird wahrscheinlich auch recht schnell abgewehrt. Warprism ist down, da kommt dann Warpin an ein paar Salads. Die DTs aber versuchen da einmal einen wegzusäbeln. Die Probes nehmen sich auch noch, dass sie machen doch noch ein gutes Stück an Damage. Vier Kills gemacht. Zwei DTs und ein Warprism dafür verloren. Wer das ein Observer sieht, natürlich die dritte. Und das immer wieder mal Stalker durch die Gegend wandern. Der Observer fällt jetzt aber auch. Somit fällt die Vision von Goblin erstmal weg da vorne. Hat hier hinten noch ein DT, hat den Xel'Naga Tower, hat noch seinen Pylon tatsächlich unten. Der Pylon, der die DTs reingeworbt hat, der lebt tatsächlich noch immer. Oh ne, der wurde, okay, der wurde wieder aufgebaut. Sonst hätte ihn Shadow Normalis in seiner Vision. Das heißt, der wurde nochmal nachgesetzt. Und jetzt haben wir Bewegung in der Armee drin. 160 zu 150 Supply. Nochmal mehr Stalker kommen dazu. Und der erste Disruptor ist da, und zwar auf der Seite von Goblin. Aktuell 1-1 Upgrades unterwegs für Shadow. Sein Gegner hat schon das Plus 2 fertig, aber kein Plus 3 unterwegs. Da kommt noch eine weitere Robo mit dazu. Also jetzt die beiden mit ein bisschen unterschiedlichen Plänen, wie man dieses Match angeht. Da kommt ein Guardian Shield und dann soll hier auch schon gefightet werden. Gut, die andere Seite hat kein Guardian Shield aktuell. Also das würde Goblin hier bevorzugen. Zudem hat er das bessere Attack Upgrade. Und der Gegner noch kein Armor Upgrade, um da irgendwie ein bisschen was auszugleichen. Dann, okay, hier der Mortal wird richtig schön rausgefokust. Also Shadow kommt nicht wirklich vor, aus seinem Arkon hat richtig viele Schildpunkte bereits verloren und er kann noch nicht mal ansatzweise an diesen Nexus ran. Vierte Basis unten bekommt aber Besuch nämlich von den DTs mit ihrem Teleport-Upgrade, mit ihrem Blink, und somit sind sie auf die Cannon gejumpt, Cannon ausgeschaltet, Detection ist weg, jetzt gibt es große Probleme und der dritten wird weiter gefightet. Aber die Einheiten sind trotzdem nicht genug, es muss sich jetzt der Goblin irgendwie drum kümmern, seine vierte am Leben zu halten, die kassiert richtig und der Nexus wird einfach gerade runtergesäbelt, bis dann Observer und eigene DTs die Situation aber unter Kontrolle kriegen. Schildbatterie lädt tatsächlich auch den Nexus wieder auf, dass er ein bisschen besser dasteht für später. Shadow hier mit sehr viel Offensive. Schnappt sich dahinter eine fünfte Masters, hat nochmal ein paar DTs rangeholt. Mal sehen, ob das einfach ein ganzer Satz an Archons wird oder ob sie einfach DTs bleiben. Mit ihrem Sprung nach vorne, mit ihrem Shadow Stride, können sie in der Cannon ständig gefährlich werden. Jedenfalls sind es zwei, aber auch die zweite Cannon ist schon angeschlagen. Also da kann man auch durchkommen durch die Verteidigung an der Basis. Wenn das in die Hauptarmee versucht, an der vierten Base von Goblin. Der stellt seine Armee darunter, hat zwei Disruptor jetzt mit am Start. Der Morten ist immer noch mit dabei. Die Position nicht so geil für beide sind. Da kommt der Blink einfach rüber jetzt, das Guardian Shield, da blinkt man raus. Und der Shadow will genau auf der anderen Seite zuschlagen. Aber da warten bereits ein paar Einheiten und eben die Cannons auf ihn. Erste Cannon ist jetzt down, zweite Cannon ist down. Detection ist also wieder offline. Damit die Möglichkeit ein bisschen begrenzt. Hier irgendwo gab es nochmal Detection mit dazu. Wo hängt der Observer ab? Irgendwas da. Da schwebt. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Der Observer ist mit dabei, um das abzuwehren von den ganzen DTs. Verluste 7000 zu 5300 Resources lost. Also da hat Shadow ein gutes Stück mehr verloren bisher. Hat jetzt eben auch eine Basis zusätzlich. Probe hat er ein paar mehr und versucht den Upgrades weiter mit Doppel-Upgrades zu pumpen. Und das gelingt ihm da auch. 2-2 ist unterwegs und sein Gegner nur plus 3. Also tatsächlich holt sich dann Shadow einen Upgrade-Vorteil. Durch dieses Doppel-Investment, nachdem man da ein ganzes Stück zurück lag. Beide investieren deutlich mehr Cannons einfach. Man hat keinen Bock auf irgendwelche DT-Runbys. Die können so viel anrichten. Mehrere Cannons sichern das ein bisschen besser ab. Die DTs springen meistens auf die erste Cannon. Wenn die zweite auch mitschießt, verliert man doch schon einiges von der Feuerpower mit dem DT-Angriff. Und hier die Armee von Goblin stellt sich heute entgegen. Wobei Goblin die ganze Zeit sehr defensiv positioniert ist. Muss auf das reagieren, was der Gegner ihm entgegenwirft. Da unten ist ein kompletter Trupp unterwegs. Die Probe sieht das, aber verliert ihr Leben dafür. Und die DTs oben sehen. Sie haben. Was? Das war gerade so gefehlt, dass man diesen neuen Nexus sieht. Da kommt bereits die nächste Basis von Shadow. Und hier ist er auch immer noch am Pushen. Und ein weiteres Mal am Pushen mit seiner Armee. Die Salads werden angegangen. Jetzt kommen die DTs von der Rückseite. Die Observer ist aber mit dabei in Rot. Das heißt, der kann da aushelfen. Hat die Vision. Wobei, Observer ist stehen geblieben. Das ist im Überwachungsmodus. Da wird es also nicht mehr mit aktiv sein. Die DTs wandern weiter in den Norden. Unten gibt es diesen Zweitangriff, der sich jetzt gerade reinbewegt. Das hält ein Stalker gerade noch auf. Die Disruptors sind da auch irgendwo dagegen. Das könnte problematisch werden. Doch Blink rettet gerade rechtzeitig schon und schaut auf seine Einheiten. Beide sind jetzt kurz vor Max. Aber jetzt wurde der neue Nexus gesehen, der hier oben ist. Mitsamt der ganzen Static Defense, die gerade gehört. Und die DTs wurden gar nicht hier rein. Aber da ist Doppelcannon plus Schildbatterie. Also gar nicht mal so einfach dazu zu schlagen. Und Goblin hat das Upgrade noch nicht. Er kann noch nicht reinspringen. Er muss noch reinlaufen. Die DTs also beschäftigen sich oder wollten sich mit dem Probes beschäftigen. Stattdessen die DTs, der zweite schafft noch ein gutes Stück. Der erste wurde sehr schnell rausgenommen. Der zweite ist deutlich erfolgreicher mit seiner Mission. Macht nochmal ein paar Kills. Unten die Armee soll ein bisschen gejagt werden. Aber der Observer hilft, das frühzeitig zu erkennen. Und damit zieht sich schon da zurück mit seinen zwei Truppen, die er da unterwegs hat. Auch eine ziemlich große Masse nach wie vor. 52 zu 34 Stalker. Dafür hat Goblin halt 4 Disruptor mit drin. Die füllen das Supply auch schon ein gutes Stück inzwischen. Seit dem Patch brauchen die ja mehr Supply als vorher.
Also kann man nicht ganz so viel in der Armee haben. Unten gibt es einen Angriff mit den Stalkern, da rennen Zealots drauf. Hier gibt es einen Angriff mit der großen Masse und die Armee wollte eigentlich gerade rauslaufen. Robinson muss er zurückkehren. Hier die Zealots machen einen relativ soliden Job, das zurückzuschlagen. Der Basis tankt einfach die Static Defense sehr, sehr viel von dem Damage weg. Hier das Shop ist die große Gefahr. Shadow hat nichts wirklich so toll sticken. Er müsste quasi mit Blink auf die, oder generell mit Focus Fire die das Shop irgendwie loskriegen. Das wäre sein Weg, um die Schlacht zu gehen. Sonst ist eine längere Schlacht immer schwierig für ihn. Er mag jetzt einige Stalker haben, die Disrupt ist eine große Gefahr. Der Archon fällt jetzt auch, es ist nur noch Stalker. Jungs, die Stalker fighten auch nochmal. Aber da ist genügend als Antworteinheiten da. Da könnte man stattdessen nochmal ein bisschen rückwärts. Ja, beide haben ein bisschen was am Bank. Economy ist nach wie vor Shadow ein bisschen besser unterwegs. Eben mit dieser neuen Basis wird sich das auch noch erweitern. Die Stalker schaffen es, diesen Trupp hier zurückzuschlagen. Resources Lost ist da in 12 zu 10.000. Also nach wie vor so grobe 2.000 Unterschied. Der DT lebt tatsächlich auch immer noch. Weil er gerade so außerhalb der Vision oder der Detection-Reichweite von der Cannon sich befindet. Wir kommen jetzt nochmal Archon mit dazu. Zwei Stück. Und Stalker-Zahl hat sich ein bisschen angeglichen. Und die Armee hier ist auf Move-Command. Und Blink wird auch nicht genutzt. Da ist nämlich weitere Move-Command nur in die andere Richtung. Die Armee kassiert richtig übel. Dann wird den ganzen Aufwand Supply. Da kommt ein weiterer Warp-In für ihn. Aber wird jetzt hier bedrängt an seiner neuesten Basis. Versucht unten die gegnerische neueste Basis prompt zu snipen mit den eigenen Stalkern. Das gelingt auch. Cancel wurde erzwungen. Dafür oben der Kampf könnte trotzdem schwierig werden. Es sind richtig viele Cannons hier. Fünf Cannons, eine Schildbatterie. Doppelpeilen auch. Wo sind die Disruptor da hinten? Hängen die ab zu viert. Das neue Nexus wird sofort neu gebaut von Goblin, nachdem er den gerade gecancelt hat. Und er kann den ganzen Trupp hier aufräumen. Also die Truppe ist jetzt keine Gefahr mehr. Die zwei Stalker werden eh noch von den Zealots gejagt. Und jetzt kann der Goblin tatsächlich mal ein bisschen nach vorne preschen. Wie ein Force Warp sind aber da für Shadow. Und dessen Upgrades erhöhen sich auf 3-3. Sein Gegner hat gerade 3-1. Und hat noch das Schild-Upgrade halt oben drauf. Und da gibt es den Angriff hier drüben. Okay, zwischen den Basen einfach. Zwischen der dritten und vierten Basis ging es rein. Wir sind in der... Ist es der vierte oder fünfte? Es ist zwischen der vierten und der fünften, ne? Aber auf jeden Fall zwischen diesen beiden Nexus steht. Die haben jetzt die Schildbatterie ist bereits offen. Der Nexus ist schon low. Der Nexus fällt einfach. Der Disruptor wird gesniped. Die Kugel kommt nicht durch. Das sind drei Disruptor noch mit dabei. Da kommt dann große Warpen mit dem Warpism. Warpism soll da gefokust werden. Wird es auch. Warpism ist down. Keine Reinforcements möglich. Wir kommen jetzt in einer richtigen misslichen Lage. Hat noch die Disruptor ein bisschen. Der Mortal von ihm wird zwar auch gesagt. Die Disruptor werden zurückgelassen. Die können natürlich nicht rausspringen. Die Stalker versuchen sich hier durchzuwinden. Und Goblin da Stück für Stück zerpflückt von der Armee von Shadow. Droppt massiv im Supply. Er hat noch eine gewisse Bank, die er nutzen kann. 2000 Mineralien, 2600 Vespingas. Hat einen Nexus hier auch ausgeschaltet, ein paar Probes erwischt. Also insgesamt die Economy von Shadow zwar geschwächt, aber Goblin muss selber gucken, dass er die Armee wieder aufgebaut bekommt. Hat deutlich mehr verloren. Und der Gegner hat jetzt halt die besseren Upgrades mit 3-3 gegen 3-1. Da wird dann nochmal schön, die Observer werden gespendet. Die Vision fällt schon weg, da ist nochmal ein Observer hier oben, den man rausnehmen könnte. Und die Basis bekommt Arge, die kann den Kauf noch ein bisschen Zeit. In der Gesamtarmee ist es jetzt wieder recht ähnlich. Army-Situation ist 41 zu 33 Stalker, 8 zu 6 Zealots. Irgendwo ist noch ein DT unterwegs. Das ist nach wie vor der hier oben tatsächlich. Der wurde in der ganzen... Hier oben wurde gekämpft und der Nexus rausgekommen. Der DT hat sich keinen Millimeter bewegt anscheinend. Man hat sich vielleicht einen Schritt zur Seite bewegt. Auf jeden Fall ist er wieder hier oben geparkt. Die Basis läuft für Shadow mehr oder weniger. Probe Count 73 zu 76. Neue Disruptor werden gebaut für Goblin. Währenddessen Shadow ist weiter mit seiner Stalker-Salad-Masse unterwegs. Ein Observer zu 3 da im Einsatz. Da kommt noch Observer Speed, dass man sich ein bisschen schneller bewegen kann. Zweites Schild-Upgrade kommt bei Goblin und da nächste Schlacht an diesem Nexus läuft. Die Zealots prügeln sich durch die Cannons durch. Die Stalker ebenfalls, da kommt noch die Armee. Jetzt der zweite Trupp von Goblin von der Seite. Hatte hier genug, um diese Armee auszuschalten. Seine Economy setzt in Gefahr. Mehrere Probes, richtig viele Probes. Vor allem das Disruptor geht da auch eine Kugel rein. Die Stalker in Rot werden ausgedünnt, aber sie fighten auch noch ziemlich gut. Jetzt der Versuch nach oben zu fliehen und die Flanke dabei noch abzuräumen. Konterblink folgt ebenfalls. Das ist ein Durcheinander an Einheiten. Die Stalker werden weniger und weniger. Beide Seiten fliehen sehr, sehr viel. Der Nexus lebt noch, aber es sind 21 Probes gestorben. Währenddessen hatte die Tita oben aber noch gewütet und im Alleingang noch mal ein paar Probes gekillt, ist bei 6 Kills inzwischen angekommen. Und das kompensiert das ein bisschen, muss man sagen. Kollege hat zwischen 14 Kills, also er war dann doch fleißig über die Zeiten. Die Detection ist hier halt nicht mehr dabei. Das heißt, die DT ist weiterhin unterwegs, lebt weiterhin. Hier hat der Nexus überlebt, aber halt die Probes wurden deutlich reduziert. 55 zu 68 ist jetzt der Stand. Und wir haben wieder richtig viele Disruptor. Jetzt sind 6 Stück mit 28 zu 26 Stalkern auf dem Feld. Und Shadow versucht jetzt wieder anzugreifen. Supply ist erstaunlich ähnlich. Galvan hat noch einiges an Vespingas auf der Bank. Könnte sich einige High Templar dazu holen, wenn er ein Templar-Archive hätte, was nicht der Fall ist. Die Arkungs kamen bisher die ganze Zeit von DTs und nicht von hohen Templern. Gibt ein neues Warpers mit dazu. Shadow jetzt mit, ja, nochmal ein gutes Stück mehr Economy, das jetzt wieder nutzen kann. Da ging es auch, das ist auf und ab hier in die Economy. Sehr viel Bewegung drin. Auch Marmisbär muss jetzt die ganze Zeit wieder nachgebaut werden. Beide schaffen es nicht zum Max-Out. Nachdem die letzten Fights doch sehr, sehr kostspielig waren. 28 zu 24.000 zerstörte Ressourcen. Oder verlorene Ressourcen. 44 zu 36 Probes bisher gesniped. Nach knappen 20 Minuten. Der DT hier, er tanzt noch immer durch und versucht sich da irgendwie weitere Kills zu ergattern. Es steht immer noch bei 14.
Und oben kommt ein Observer, das könnte jetzt dann sein Ende werden. Ich meine, er hat wirklich lange überlebt, er hat einiges an Kills geholt. Er beschäftigt hier noch einen ordentlichen Trupp und das gibt für Goblin die Möglichkeit, nach oben zu gehen, in den Norden und hier die Basis ein bisschen anzugreifen. Er hat die Disruptor mit dabei und das ist nach wie vor das, was Shadow respektieren muss, auch wenn er da stark reupgrades hat. Disruptor sind ein großes Problem, wobei jetzt ist die Upgrade-Situation auch wieder ein bisschen anders mit 3-1-2, was Goblin dafür hat mit dem 2-Schild-Upgrade, dass das Ding schon mit drauf ist. Ich glaube, bei beiden das Production-Tablet ist auch mal süß. Der DT hat es nicht überlebt. Das war aber zu erwarten. Und die Armee versucht wieder hier reinzukommen. Denselben Weg, den Goblin vorhin schon gegangen ist, wo er nicht mehr so gut rauskam mit seiner restlichen Armee. Aber er hat dieses Mal mehr Disruptor am Start. 7 Stück. Und es ist kein einziger da für Shadow. Und Shadow will das mit Zealots und mit Stalkern von seiner Seite lösen. Und versucht das jetzt von zwei Seiten anzugehen. Schon mal präventiv die Kugel nach oben geschickt. Die Stalker kommen aber unten die Rampe entlang. In beide Richtungen des Disruptor-Kugeln gezündet, jetzt der Blink auf die andere Seite, Warp-Prism ist mit dabei. Man hofft eben auf den großen Treffer mit den Disruptern. Das wäre der Traum. Jetzt kommen nochmal mehr DTs mit dazu und das wird einfach ein ganzer Satz an Archons. 3 Stück, 2 bleiben noch DTs hier, die Felsen wurden weggeräumt. Diese 2 Armeen von Shadow hoffen, dass sie eben den gegen die Mangel nehmen können. Das ist der Plan, da kommen jetzt die Zealots angelaufen, da werden gerade die Archons fertig. Das heißt, 4 Archons stehen da schon mal im Weg, machen es schwierig, da wirklich durchzupushen mit den Zealots selbst. Damit kommen mehr Bear Stalker mit dazu. 47 zu 41 auf dem Feld. Disruptor-Kugel nach oben. Die trifft ein bisschen was. Unten wird wieder gefightet. Die Fights müssen halt für Shadow koordiniert laufen. Er schafft es aber, Disruptor rauszunehmen. Zumindest einen davon. Es sind noch 6 Stück. Trotzdem ist die Armee hier mega, mega nervig. Und das Warp-Prism hat aber auch erwischt. Also Reinforcements sind gerade nur über die eigene Basis möglich. Weil das ist nicht so weit weg für Goblin, muss man sagen. Beide haben es jetzt wieder zu 200 Supply geschafft. Und jetzt kommen tatsächlich Disruptor für Shadow. Also das hat lange gedauert, aber macht das jetzt auch mal, wenn das in die Eckbasis die Goldbase will, der Goblin nehmen. Hier gibt es einen Angriff auf seine Props und prompt wird ein Recoil gezündet. Das heißt, ein Teil seiner Armee ist immer noch hier oben. Stalker wurden hier runtergeschickt, sind die überhaupt genug? Oben gab es auch noch eine Schlacht. Also es ist hier mit einem Schlag eskaliert. Da kam der Angriff runter. Der Recoil hat, glaube ich, einfach diesen Block Stalker geholt. Weil diese ganze Truppe, die Disruptor blieben eigentlich alle hier oben. Die wurden dann nicht großartig davon betroffen. Ja, da hat sich die Armee auch ein bisschen durchsortiert, wie man gerade sieht. Da wurde dieser, ja, da ist Recoil auf die Stalker. Dann ging der Kampf nach oben. Da kam die Disruptor-Kugel gehen. Der hat eingeschlagen. Drum ist diese Stalker-Masse so zerbrochen. Hier, darum liegen da so viele Einzelteile. Die Frage ist, ob das unten reicht an der Stalker-Masse überhaupt. Weil das nicht so viele. Insgesamt hat Goblin auch weniger. Sein Nexus könnte da unten in Gefahr sein. Den müsste Shadow eigentlich gerade gesehen haben. Ja, über den Zelnaga Tower. Also wertvoll ist viel, die Goldbase auszuschalten. Goblin kommt jetzt runter mit seiner restlichen Armee. Holt sich auch bei sich noch das nächste Upgrade. Sein 2er Armor-Upgrade kommt damit dazu. Den Trupp kann er erstmal weghalten. Das heißt, die Basis kommt weiter, aber da ist noch ein DT, der vielleicht ein paar Props rausnehmen kann. Sobald wir hier mal die Position finden. 75 zu 51 Workers ins Ganze. Shadow hat ein gutes Stück, hat 50% mehr Workers, denke ich. Man sieht, das ist auch ein Mining-Vorteil. Ist das doch jetzt ziemlich deutlich über die Zeit. Hat eben auch bessere Basen, hat auch hier die nächste Basis schon unterwegs. Und poked währenddessen immer noch mit seinem Blinkstalkern. Der Mystic Defense mit dazu und der Nexus unten ist fertig, die Team wurde geklärt, da kommen die Stalker mit an, da stehen die Stalker jetzt auch parat, Guardian Shield wäre auch mit möglich, Observer wird da kurz rausgenommen, dafür pusht die Armee in Blau, die Armee in Rot, ein bisschen nach hinten, wie man sieht, hier hockt man halt in einem Loch, man hat den Xel'Naga-Tau gegen sich hier unten, 2 Rampen gegen sich, das ist keine schöne Position, das zu verteidigen, man würde es eigentlich lieber hier oben verteidigen, wenn möglich, aber das traut sich Goblin gerade doch nicht ganz, hier unten muss er sich hier an seiner anderen Basis, muss er sich auch noch um die Verteidigung kümmern. Also Shadow weiterhin sehr, sehr aktiv unterwegs. Hier ist auch kein einziger Disruptor mit dabei, der irgendwie helfen kann. Guardian Shield hat nicht lange gelebt. Stalker-Masse kämpft gegen Stalker-Masse. Da kommt dann die restliche Armee von Shadow mit dazu. Jetzt muss Goblin auch rüberwandern. Und das ist schwierig. Jetzt genau begibt es sich eben in diesen Lowground, in dem man nicht wirklich kämpfen möchte. Recall ist gerade nicht möglich, aber die Armee kommt von der anderen Seite. Kann jetzt Goblin Shadow in die Mangel nehmen, ist die Frage. Jetzt aber selber Disruptor mit dabei. Das macht die Sache deutlich komplizierter. Erste Disruptor-Kugel trifft schon mal ein bisschen. Archons geschwächt. Da gibt es den großen Blink nach vorne, um diese gesamte Stalker von rauszunehmen. Passalets kommt noch mit dazu. Der Disruptor hinten, der wird aber auseinandergenommen. Jetzt kommt die Disruptor von der Rückseite. Was können die Disruptor in Blau noch tun? Die haben noch nichts wirklich eingesetzt. Sie versuchen den Fluchtweg abzuschneiden. Das ist hier der Plan. Shipper, die Overcharge ist mit aktiv. Die Archons fighten da fleißig. Reinforcement Weapons sind hier möglich auf der Seite von Goblin. Jetzt kommen seine Disruptor mit dazu. Die Stalker versuchen die natürlich zu snipen. Aber es gibt mehr Verluste. Die gesamte Armee von Shadow wird da aufgerieben, Stück für Stück. Blink ist nur eine da. Schön ausgewichen, muss ich sagen. Hat genau auf, auf den richtigen Moment gewartet mit seinem Blink. Dieses Raptor da auch nochmal runtergeschossen. Somit haben wir da 5 zu 1 trotzdem. Also Shadow verliert auch selber wieder einiges an diesem Fight. 43.000 zu 36.000 zerstörte Ressourcen. Die Schlacht läuft immer noch. Observer kommen in Massen mitgeflogen. Das Raptor rot mit dabei. Da weicht man kurz aus. Die Archons halten durch, so gut es geht. Auf der anderen Seite sind es halt nur Stalker mit. Das Raptor dann landet nochmal eine Kugel ziemlich übel. Und das Supply droppt wieder. 130 zu 130 mehr oder weniger. Der Disruptor rot wurde auch noch gesniped. Also Goblin hält hier durch, hat wieder den Disruptor-Vorteil oder nach wie vor eigentlich, hat er schon das ganze Spiel über. Aber economy-technisch ist er nach wie vor schlechter mit immer noch 73 zu 51 Workern. Die Goldbase läuft jetzt, das kompensiert ein bisschen was, aber auch nicht alles von diesem Mining-Vorteil. Und die Schlacht kann jetzt hier halt direkt stattfinden, die beiden Basen sind nebeneinander. Reinforcements sind relativ easy dann möglich für beide Seiten.
Shadowrun versucht da mehr eigene Disruptor zu bauen. Abgezogen ist jetzt eben das 3-2-2 gegen das 3-3. Da der Disruptor wird aufgehalten. Jetzt kommt mal die Dreifachkugel. Und die Dreifachkugel, die sprengt einiges aus dem Leben. Es hat dafür auch selber Disruptor gekostet. Trotzdem, die Armee ist wieder ein bisschen geschwächt. Zieht sich zurück. Und jetzt hat 4-5 Cannons. Das heißt, da will Goblin gerade gar nicht reinlaufen. Er kriegt unten Ärger mit einem DT bei sich. Die Cannon oben mal kurz geholfen, aber nicht genug. Es fehlt die Detection hier wieder mal, um die Probes am Leben zu halten. Wer das nicht mehr ergreift, den Highground. Erster Disruptor wird gesniped. Da gab es im Rico gerade auf einen Observer, dass man hier hat. Da gerade gesucht quasi, wo ist ein Observer, den ich herholen kann, dass die Detection da ist, weil ich brauche was gegen diesen DT. Und der DT wird letztendlich gestoppt. Dafür die Armee in Rot ist wieder auf diesem Highground, versucht sie wieder ranzudrücken, snipe diesen Disruptor auch noch raus. Damit sind wir jetzt bei 2 zu 2. Also diese DT-Ablenkaktion hat dafür gesorgt, dass Goblin auch alle seine Disruptor verliert. Haben jetzt gleich schon in den Disruptern. Und hier der Archon fällt ebenfalls. Die Sellets können nicht ganz so gut ausreichen, aber nochmal schön gesplittet von Shadow. Schaden möglichst vermieden. Mehr Disruptor, mehr Einheiten. Drittes Armor-Upgrade kommt noch für Goblin mit dazu. Er hat immer noch sehr viel Vespingas mit 1900. Aber Supply, da geht noch ein bisschen mehr. Hat noch ein paar Mineralien noch erwartet quasi auf den nächsten Warp-In. Wie viel Gateways hat er? Er hat 10 Gates, der Gegner hat 11. Also sollten echt genügend da sein, um das Geld wegzukriegen. Er hat nur noch 6, er hat nur noch 46 Probes, so die Verluste. Mining Fodder ist ein bisschen kleiner geworden, weil eben die Basen von Shadow halt auch leer laufen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es nur noch eine leere Basis gibt und das ist die hier. Überall sonst wurde schon gearbeitet, wurden schon Ressourcen weggesammelt. Also die beiden saugen da mir die Map nach und nach leer. Das macht die Sache komplizierter. Dann könnten die höheren Verluste für Shadow ihm nochmal größere Probleme bereiten. Er ist bei 10.000 Ressourcen lost mehr aktuell. Da wird wieder gekämpft. Die Sellets vorne versuchen ein bisschen Schaden zu absorbieren. Aber Sabre fliegt damit nach vorne. Wo kommt die Disruptor? Einen Rot setzt sich gerade ein. Er wird ausgewichen mit dem Blink. Aber die Stalker, die ballern sich hier durch. Die Stalker und Rot machen noch einen ziemlich guten Job. Da kommt die Kugel, die trifft auch einen Teil davon. Da sind immer noch einige Disruptor hier mit am Start. 4 zu 1 ist da der Stand. Shadow versucht einfach da durchzubeißen. Und wollte auch hier mit einem Sellet noch was tun. Aber das sind halt viele Cannons im Weg. Das ist nicht so einfach. Die Stalker-Masse bekämpft sich weiterhin. Disruptor-Kugel schafft fast immer einen wichtigen Snipe. Ja, es sind aber auch mehr Stalker, was Goblin. Also Goblin ist armeetechnisch besser aufgestellt, hat wenig Economy, aber er tradet gut genug, dass das trotzdem machbar ist. Das ist immer auch bei diesen 10.000 Unterschied, das wir aktuell haben. Und solange die Goldbase läuft, hat der Goblin auch noch eine gute Mining Base. Die Frage ist, ob er sich die hier noch sehen kann oder sollte er eigentlich. Dieses für Shadow eigentlich gar nicht so leicht zu erreichen und wir haben halt wirklich 4 leere Basen inzwischen. Also die ersten 4 sollten so wirklich alle leer laufen. Und Goblin schafft es hier momentan diesen Highground zu halten, Stück für Stück. Shadow kommt nicht wirklich voran. Ja, die Basis hat wirklich nur noch ein letztes Mineralienfeld und das bisschen Restwespingas. Die Basis ist noch relativ frisch. Die Base ist fast leer. Die Base läuft gerade leer und die Basis ist die aktivste Mining Base, die Shadow noch hat. Selbst hier sind die kleinen Mineralienfelder schon verschwunden. Da gab es nochmal einen Snipe auf den Observer. Ich meine, die Detection kann das Spiel auch schon mal ein gutes Stück hin und her schieben. Einzig, man kann den Gegner nicht wirklich nach Hause zwingen, weil übrigens sind Cannons. Also, wenn, dann bräuchte man eine große Masse an die Tees und das kann sich keiner von den beiden wirklich leisten. Wir sind bei 162 zu 136 Worker, Gesamtsupply, Entschuldigung, Worker sind 73 zu 43. 30 Worker Unterschied. Also, wirklich zwei Basen mehr, die quasi Shadow am Probes hat. Ah, da kommt der neue Nexus für Goblin. Und er arbeitet dann auch immer noch an der Goldbase. Hält mir den Disruptor hier immer noch fleißig. Die Stellung holt auch das nächste Upgrade noch mit dazu. Also, sein Upgrade-Vorteil wird gleich größer. Und es hat zwei Upgrades vorne. Dann fehlt ja eigentlich nur noch das dritte Schild-Upgrade. Ja, Mining Tennis, nach wie vor der Vorteil für Shadow. Er kratzt aber halt seine ganzen Ressourcenfelder runter, die er noch hat. Das wird nicht besser. Der Mining-Vorteil wird dann ab hier eigentlich eher nur noch abfallen. Das wird eher schlimmer. Außer er kann irgendwo wichtig Schaden machen. Das tut er hier auch. Er fährt da durch, findet die ganzen Props, die noch da sind, eh nicht mehr so viele. Und das werden immer noch weniger Swap-Prison evakuiert. Hier ein Achtersatz davon. Der Nexus aber muss auch gecancelt werden. Das ist ein wichtiger Angriff hier für Shadow. Er kann die Basis von der Erzgen Observer gesehen und sich prompt nach oben bewegt. Und das ist. Ja, für Goblin wenige Ressourcen zur Verfügung. Jetzt will er weiteres Vespingas. Seine Bank ist jetzt nochmal aufgebraucht. Hat in letzter Zeit nicht viel Vespingas gesammelt. Sammelt auch hier, wie man sieht, nicht viel. Das sind quasi keine Probes drin. Hat auch nur noch 34 Stück davon. Er versucht den Gegner jetzt ein bisschen zu pushen. Holt sich auch sein drittes Schild-Upgrade damit. Also er holt sich die kompletten Ground-Upgrades, die er da haben kann. Die Disruptor sind wieder mit dabei. Und es sind 3 Disruptor irgendwo für Shadow auch aktiv. Nicht sicher, wo er die abgestellt hat. Die chillen hier hinten tatsächlich noch. Stalker-Masse ist 45 zu 42. Der Hauptsupply-Unterschied ist tatsächlich einfach die Probe-Masse. Und immer wenn Shadow jetzt mal einen großen Warp-In macht, dann hat jetzt auch mal einen Satz Stalker mehr. Er muss halt Angst haben vor den Disruptern. Wenn die einschlagen, könnte das trotzdem sehr schnell sehr ungemütlich werden. Goblin versucht unbedingt diese Basis zu verteidigen. Wir nähern uns der halben Stunde tatsächlich. 28 Minuten. Hier ein paar Stalker werden angegangen. Und die Stalker von Goblin fighten ja tendenziell besser mit den besseren Upgrades. Wichtig ist es halt, den neuen Nexus zu verteidigen. Da wird nochmal ein Observer gesniped. Die haben inzwischen auch schon massenhaft gelitten. 71 zu 38 Probes. Ja, Mining Fodder durchgehend bei Shadow. Hält sich ja immer noch auf diesem Niveau. Wie gesagt, irgendwann geben die Ressourcenfelder aus. Das passiert jetzt mehr und mehr und mehr. Das kann er nicht verhindern. Er hat da keine weitere Basis, die er aktuell nehmen kann. Er müsste die gegnerische Basis dafür zuerst ausschalten. Selbst dann ist die Frage, wie viel lohnt sich das noch? Weil selbst die Basen laufen mehr und mehr leer. Gerade was die Mineralien betrifft. Also Mineralienknappheit
kommt sehr bald zum Tragen. Shadon hat aber noch den Max und sammelt eine Bank und versucht auch hier unter die Goldbase jetzt anzugreifen. Deshalb die Kugeln können diesen Fight retten für Goblin ein weiteres Mal. Die drei Disruptors sind jetzt mit dabei. Für Shadon kann er die große Explosion landen. Er trifft den ersten sehr, sehr guten Treffer. Der Disruptor, der wird gesniped. Die dritte Kugel, die trifft auch richtig gut. Also die Armee von Goblin massiv ausgedünnt. Hat quasi die Hälfte an Stalker. 27 zu 56. Er hat aber immer noch den Disruptor mit dabei. Und der landet ebenfalls im Treffer. Das sind eben die großen Gefahren, dass auch Shadon dann ganz laufen wird. Aber Shadon kann sich das deutlich besser leisten. Er kann immer noch ein paar netten Nachwarpen. Er ist bei 200 Supply. Er hat eine Reserve. Und da geht die Schlacht einfach weiter. Das hat der Kugel die nächste fährt. Schild-Upgrade 3 ist wohl nicht ganz fertig. Stalker fighten jetzt wieder. Das hat der Kugeln sollten wieder teilweise verfügbar sein. Treffen jeweils einen Stalker. Da wird hochgeblinkt. Ja, das hat er gesniped. Das heißt, das hat er nur noch eine da für den Spiel in Rot. Aber kämpft halt immer noch gegen 6 feindliche Disruptor. Goblin tanzt hier mit seinen Disruptor so gut es geht, versucht sie so effizient wie möglich zu nutzen. Der Gegner hat zu schlechten Moves zu ziehen. Die Goldbase kann alles gleich angegriffen werden. Da sind die Team mittendrin, der da irgendwie noch mit rumhängt. Und versucht die Stalker wegzuhalten, weil es fehlt tatsächlich die Detection. Da fehlen noch die Observer, da kommt es gerade angeflogen. Jetzt geht es um den Fight, dass die Disruptor ein bisschen offen an der Seite. Das habt ihr guckt hier, wird schon mal gut gedodged, gut weggetanzt. Schild abgetreist, jetzt zwar da, aber Goblin, er hat dafür nicht die Einheiten so ganz dafür. Er muss die Position in der Goldbase aufgeben. Das heißt, die Goldbase ist fast Geschichte. Den Pastellets wollen hier noch mit reinchargen. Also jetzt haben zwar 3-3, aber auch die kann man mit so vielen Stalkern bezwingen. Es sind 60 Stalker zu 20, also dreimal so viele. Naja, die Goldbase hat wirklich nicht mehr viel, was hier in Ressourcen hergibt. Trotzdem ist sie noch wichtig hier für Goblin, weil er hat nicht so viel Supply. Es wird auch immer dünner, ist nur noch bei 3 Disruptern. Hat schon die Hälfte davon verloren, der Gegner hat auch noch einen. Also jetzt versuchen die irgendwie die Stellung zu halten, kann mit Overcharge. Der Schildbatterie kann man vielleicht noch ein bisschen was retten. Den Kampf für den Gegner schwieriger machen. Aber Shadon hat einfach so viel Masse. Trotzdem noch sehr viel Respekt. Gibt es hier einen Recoil raus? Da gibt es einen Recoil raus von den Popes und von den Zellets. Ein bisschen was wird noch weggesammelt. Damit dieser Nexus ist Geschichte. Hier gibt es noch ein bisschen was. So 1500 Mineralien gibt es noch zu holen. Und noch gut was auch an Vespingas tatsächlich. Mit fast 4000. Und jetzt der Versuch quasi den Gegner in diesem Lowground ein bisschen zu belagern. Ja, das hat er von der Seite gefunden. Der wurde gesnappt. Und damit ist keiner mehr da für Shadon. Hat 3 gegen sich aber nur. Und er hat einfach so viel mehr Stark. Er hat einfach so viel mehr Masse. Er ist immer noch maxed out. Goblin hat seine Cell jetzt auch mit dazu geholt. Die Kugel trifft ganz ordentlich. Einiges dort muss dem nach vorne laufen. Das ist halt das Splitten, das man panisch versucht. Und es gibt währenddessen hier noch einen kurzen Probe-Besuch. Die kennen Farm des Sparkles. Long Distance Mining am Start hier für Shadon. Weil er eben weiß, er hat sonst nichts mehr. Zu viele Probes für die Basen jetzt noch hat. Und da kommt der große DT-Angriff. Recoil wurde ja bereits verwendet von Goblin. Das heißt, er kann nicht schnell nach oben wandern, um die Basis zu verteidigen. Sondern er ist auf die Cannon angewiesen. Die Cannon wird das nicht gegen so viele DTs. Er hat aber die gesamte Economy gerade von Goblin auseinandergesäbelt. Die DTs haben ihren Spaß, das hoffentlich versucht, mal zu retten, was geht. Aber auch der Nexus ist damit in Gefahr. Und das ist die wichtigste und quasi letzte Mining Base von Goblin. Gut, hier unten läuft noch ein bisschen was. Aber das sind Reste. Das heißt, sein Supply wird sich nicht wirklich erhöhen. Zumindest müssen die Disruptor das irgendwie retten. Und Shadon hat Long Distance Mining mit 64 Probes zu gerade mal 17. Es ist kaum noch was da an Economy. Die Armee in Blau ist mal wieder ein bisschen gewachsen. Trotzdem 60 zu 30 Stalker auf dem Feld. Die Stalker hier wollen den nächsten Nexus angreifen. Die Basis ist schon komplett leer. Aber auch hier die Infrastruktur möchte man nicht unbedingt verlieren. Ja, das ist Shadon selber. Ja, sein Mining-Vorteil ist jetzt halt nicht sonderlich viel größer geworden. Aber er hat dem Gegner die komplette Economy abgewirkt. Die Sellets charge jetzt mutig nach vorne. Man sieht, die Sellets halten einiges durch. Die Stalker tun sich nicht ganz so leicht. Aber es ist noch gewisse Ressourcenreserve da. Shadon schafft nochmal den Maxwell auf 200. Der versucht jetzt den Nexus in Rot hier zu bauen. Wo Goblin jetzt aber da ist und versucht das zu stoppen. Goblin Supply droppt weiter und weiter. Er kann halt nichts wirklich ersetzen, was sich hier verliert. Und die Disruptors sind so sein Traum, um dieses Spiel zu gewinnen. Also sie müssen quasi einen richtig guten Beitrag dazu leisten. Blink wird verwendet auf beiden Seiten, um zu fighten. Muss warten halt auch, bis die Disruptor-Kugeln wieder verfügbar sind. Die sitzen dann auf dem Cooldown. Wenn man nur 3 Stück hat, ist es nicht genug, um nonstop spammen zu können. Und wieder gibt es eine Zeitenaktion mit den DTs. Die räumen auch noch die letzten paar Probes weg, die Goblin hier besitzt. Besitzt eh nicht mehr viele. Aber da wird das letzte bisschen auch noch ausgestellt. 8 Probes sind es gerade mal noch. Wenn das ein mehr Long-Distance-Mining für Shadon, er macht das jetzt an der Goldbase ebenfalls. Schiebt einfach nur seine Probes runter und frisst noch die Mineralienfelder leer. Währenddessen der Nexus wird tatsächlich fertig. Hier Disruptor versucht. Es sind immer noch alle 3 Disruptor da. Mein Shadon ist jetzt auch ohne Bank, das heißt nochmal 200 Supply wird er nicht so leicht erreichen. Er braucht dazu diese Basis dringend, da kommt der Blink rüber tatsächlich. Goblin will es jetzt hier wissen, aber nein, er sagt, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Gegen die Menge komme ich nicht ganz an. Da hat er ein bisschen zu wenig Disruptor Firepower. Ich glaube, der wäre mit 5, 6, wäre das vielleicht noch machbar gewesen. Aber so einfach, und das Geld fehlt einfach komplett und damit ist es am Ende das 1-0 für Shadon. Hier nach 33 Minuten tatsächlich. Also sehr langes PvP von den beiden in eigentlich immer derselben Konstellation mit den Stalkern plus Disruptor gegen die hauptsächlich Stalker-Army, die Shadon hier geführt hat. Und einfach mit dem Economy-Vorteil, den die ganze Zeit auch gehalten hat. Er ist einmal kurz davor gewesen, dass er den Vorteil wieder abgegeben hat. Aber hat es dann wieder, ja, korrigiert, indem er die gegnerische Economy einfach mehr ruiniert hat. Weil seine eigene Economy wird ja hier auch nicht mehr wirklich besser. Man sieht ja, dass die ganzen Basen alle leer sind. Einzig, der laufen noch die Reste. Der sind nur noch die Reste übrig. Und das wäre die einzige noch wertvolle Basis gewesen. Ja, die Goblin, die sich sichern können, wäre es
höchstwahrscheinlich auch anders ausgegangen. Da haben wir 5000 Resources lost, Unterschied trotzdem, obwohl Goblin hier bis 24 Supply runtergeschossen wurde. So Shadow hatte stellenweise wirklich schwierige Trades. Man sieht, der hat 80 Stalker mehr verloren. Hat auch ein bisschen mehr NDTs. Da hat selber 9 Disruptor Pflanzen gegen 21. Dreimal Warp Prism, alle drei wurden gesniped. 13 zu 16, Observer auch die draufgegangen sind. 103 Probes gesniped am Ende zu 58. Also insgesamt hat Shadow doch mehr Probes auch gebaut. Ist da ein bisschen höher, aber nicht arg viel. Zweimal Nexus gesniped, einmal Nexus gesniped. Der Infrastruktur hat auch gelitten. 21 Cannons tatsächlich, die Goblin über dieses Game verloren hat. Und somit die Führung bei Shadow. Weiter geht's auf Heartland. Und da haben wir, glaube ich, nicht die Mod. Doch, die Mod ist mit dabei. Okay, aber wir haben die Spielerfarben lustigerweise nicht in Rot-Blau. Normalerweise macht die Mod auch automatisch. Ah, dann haben wir den Battleport wahrscheinlich nicht. Doch, die haben wir auch. Ich bin sehr verwirrt. Also ursprünglich lief das so, dass gerade den Battleport hat man eigentlich nur über eine Mod, die man mitstarten muss. Aber die Mods setzt dann automatisch auch für Observer die Farben auf Rot und Blau. Du bist das in StarCraft eigentlich so konsequent. Aber in dem Fall hat Shadow irgendwie geschafft, sich mit Hellblau durchzumogeln. Aber gut. Es sollte nicht für die größte Verwirrung sorgen. Es wird in Zealot-Massen, glaube ich, ein bisschen komplizierter, wenn zwei große Haufen an Zealots aufeinandertreffen. Aber das müssen wir erstmal bekommen. Der Rest sollte, denke ich, noch recht ordentlich erkennbar sein. So, da haben wir auch wieder Doppel-Gateway. Auch bei beiden Spielern. Top macht sich dann auf die Reise. Mal sehen, ob wir da als Tech-Option in das Stargate kriegen. Bisher hatten wir es ja nicht. In der ersten Karte gab es das Twilight Council, dann den Darkschwein und dann, ja, gezwungenermaßen die Robo, die dann später aber auch verwendet wurde für weitere Netten für die Disruptor. Könnt ihr aber durchaus eben auch ein paar Oracles spielen im PvP. Für ein bisschen Map-Vision, Map-Control. Ich meine, es können auch beide Seiten auf ein Stargate gehen. Dann gibt es auch noch ein bisschen Phoenix-Action. Weil die meisten Spieler schrecken eher zurück, dass es sich ein Phoenix vs. Phoenix-Game entwickelt. Da wechselt dann eher einer lieber runter auf Twilight Council Blink, um dann die fliegenden Einheiten damit zu bekämpfen. So, wir haben hier den Probe Scout erfolgreich drin in der Base und Shadow, seine eigene Probe, wandert noch ein bisschen in die Ecke der Karte, jetzt ein bisschen in den Norden und dann noch hier ein bisschen zur Seite fahren. Also das scheint ein Proxy-Pylon werden zu sollen. Wir haben zwei Stalker gegen zwei Adepts. Das ist im Prinzip dieselbe Aufteilung wie in Map Nummer 1. Die zwei Stalker für Shadow und die zwei Adepts bei... Nein, da hat er gerade gewechselt. Stalker gecancelt, eine Sentry draus gemacht. Also hat sich gerade umentschlossen, was es an Einheiten geben soll. Goblin eben mit dem Scouting enforciert. Die Probe von Shadow und fährt nach wie vor hier durch die Gegend. Sucht nach ihrem Lieblingsspot auf dieser Karte. Scheint noch nicht so ganz einig zu sein, wo sich der befindet. Wir haben die Robo unterwegs. So, Goblin ist auch hier eine Tech-Entscheidung bereits getroffen. Und zwar Robotics Facility, ermöglicht ein Warp Prism. Natürlich einfach auch die simple Option, einfach Observer, dass man ein bisschen Map-Vision hat, den Gegner im Blick behalten kann. Dass man da gar nichts irgendwie plant mit Aggression, sondern einfach den Gegner im Blick haben und darauf reagieren, was der so treibt. Währenddessen haben wir hier die Sentry, die wird auch für Scouting helfen, sobald die Energie da ist für eine Hallucination. Da kommt dann nochmal eine Sentry mit oben drauf. Also die beiden doch recht drauf fokussiert, Informationen zu beschaffen. Die Adepts gehen nach vorne. Stalker ist dann momentan einer da. Das ist ein bisschen weniger in der Verteidigung, Zeit, dass Stalker hilft, um diese Adepts loszuwerden. Probes sind hier unten dann auch keine, die man snipen kann. Und das sollte eigentlich... Nee. Da war jetzt kurz die Entscheidung. Da für Goblin. Von wegen, hat er genügend Supply, um mich zu verteidigen mit Adepts? Oder komme ich da irgendwie rein, Konflikt und Probes snipen? Und er hat sich dagegen entschieden, dass das das wird. Hat hier draußen auch den Pylon gefunden, den Shadow gesetzt hat. Da sieht man die Hallucination Scout, der zieht die Robo. Da kommt ein Warp Prism sofort. Also Goblin hält die Adepts erstmal noch zurück, weil er damit mehr Einheiten dann noch was machen möchte. Da kommen die Stalker dann auch mit rübergelaufen. Bei ihm gibt es eben auch keine Expansion. Das weiß Shadow jedoch. Also die Hallucination hat das im Blick. Hat gesehen, dass das nicht da ist. Sein Warpgate wird dann auch noch fertig. Das heißt direkt nochmal die nächsten Einheiten, die man ranholen kann. Die Natural sollte fertig werden. Die Schildbatterie ist auch kurz auf Fertigstellung. Das sichert für Shadow die ganze Geschichte deutlich besser ab. Goblin baut noch eine Mortal mit dazu. Das Warp Prism hat die Basis aber sofort verlassen mit den Sentries. Will er eventuell das Force Field auf die Rampe setzen. Das Play gibt es mit den Sentries auch. Ist aber nicht ganz so einfach, weil die Protoss haben Recall. Das heißt, der Gegner kann einfach die ganze Armee sowieso in die andere Basis ziehen, wenn es notwendig ist. Je nachdem, wie krass man Chrono boostet. Wobei Chrono Boost inzwischen eigentlich immer wieder ein bisschen angespart oder Energie wird ein bisschen angespart auf den Nexus. Wir haben jetzt hier erstmal Angriff auf das Warp Prism. Also es kommt schon mal nicht rein. Hat auch nur Adepts geladen, also Force Fields. Auf die Reise sieht man sehr, sehr selten den Force Field auf die Rampe-Move. Sonst sehr riskanter Move, der grandios schief gehen kann. Hier wird zumindest mal der Pylon weggesammelt. Trotzdem, Economy-technisch ist es natürlich schwierig für Goblin, je länger das hier so geht. Er hängt mit 25 Probes auf seiner Mainbase ab. Das hat eine volle Mainbase-Economy, aber das war es dann auch. Ja, das ist ein Ergebnis bei 31, das war dann immer noch mehr. Es wurden jetzt aber... Wurden tatsächlich drei Probes ausgeschaltet? Gar nicht sicher, wo die drei Probes ausgeschaltet hat. Die Adepts hier.
Wurden mal rübergeschoben. Gut, wir hatten. Hier unten war es nur der Pilot. Hier oben die Pop wurde ausgeschaltet. Das ist schon mal eine. Können die Adepts dann hier am Rande ausgeladen. Die Stalker versucht das zu verteidigen. So kam der Move zustande. Deine Adept wurde direkt wieder eingeladen. Die drei wurden hier reingeschickt. Die haben die Kills gemacht und porten dann runter bzw. raus aus der Base. Also Hit and Run mit den Adepts. Was Goblin hier betreibt. Nächste Warp in einem Adept kommt mit dazu. Resident Glaives ist da nicht mehr dabei. Das sind einfach normale Adepts. 8 Stück davon. Sentry ist eben mit dabei. Hier ist jetzt aber eine Mortal mit am Start. Dafür der Teleport Richtung Main. Das wird geblockt mit einem Pilot. Das ist auch mega wichtig. Damit die jetzt nicht mehr wir es kommen mit so vielen. Das wird sehr, sehr eklig in den Probes. 33 zu 25 ist er trotz sehr verlustig und hat seinen Mining-Vorteil. Mit dieser zweiten Basis. Mein Goblin sein ja noch nicht mal begonnen. Er warbt auch nochmal rein. Es hat weiterhin kein Geld für Nexus. Weiteres Mal müssten die Adepts ausgesperrt werden. Und da ist die Überlegung, push ich da voll drauf. Shield Battery hat voll Energie. Overcharge ist auch verfügbar. Die Sentry ist theoretisch mit dabei mit Guardian Shields. Das geht aber auf beiden Seiten. Warp ist jetzt auch für Shadow Manager. Da kommt der Teleport Richtung einer. Da kommt schon präventive Force Fields. Eben den Gegner zu zeigen, nein, du kannst nicht mit den restlichen Einheiten nachlaufen, wenn die Adepts hier den Start machen. Weil die Adepts springen rein und dann rückt der andere Trupp hinterher, um den Damage zu machen. Um die gegnerische Armee zu brechen. Und den Move macht Goblin gerade ein weiteres Mal jetzt. Ja, keine Forces mehr dabei. Dafür die Sentries nochmal schön eingeladen. Also da ein bisschen ausgetrickst. Schildbatterie wird sofort gefokust, damit der Overcharge kein Thema ist. Immortal nochmal gerettet vom Warpissen. Und jetzt ist es ein Fight der Einheiten gegen einen Guardian Shield, wurde ausgeschaltet. Goblin hat das auch nicht mehr. Sentry ist noch. Sind noch welche da tatsächlich bei Shadow. Seine Probes gehen jetzt auch mit in den Kampf. Keine weitere Schildbatterie. Da kommt neue Immortal mit dazu. Warpissen sorgt mal für ein paar Adepts. Es ist nach wie vor eine Basis gegen zwei. Also an sich kann Shadow sich erlauben, ein paar Probes zu opfern. Er hat auch einige geopfert. 8 Stück sind bereits gefallen. Wir sind bei 24 zu 25 Workers. Jetzt ist er. Einem etwas schwierigen Limit. Jetzt hat er gleich weniger Worker, also der hat jetzt weniger Worker als der Gegner. Kann die schneller nachbauen. Trotzdem schwächelt damit seine Economy auch ein gutes Stück. Armys technisch hat er dafür einen zweiten Immortal jetzt mit dabei. Das ist etwas, was Goblin nicht so schnell auf die Reihe kriegt. Er baut an einem, aber das wird dauern. Und den dann nach vorne zu schicken, dauert auch nochmal. Das ist auch schon dritte Immortal bei Shadow mit dabei. Und die Schildbatterie kommt wieder. Die macht den Fight dann richtig kompliziert. Da gibt es nochmal einen Forcefield, der versucht, Pfeilheiten zu fokussen. Da sind jetzt die drei Immortals da. Verstärktes Schild ist inaktiv und die Immortals teilen halt ordentliche Keulen aus. Die Adepts halten das ein bisschen besser durch. Die kriegen keinen Bonusschaden ab, weil sie nicht gepanzert sind, sondern nur leicht, also light armored sind. Und damit keinen Bonusschaden von den Immortals abkriegen. Trotzdem, die Immortals sind einfach Power Units. Und die Immortals halten einiges aus, teilen einiges aus. Man sieht, dann mit dem Bockeln zusammen kann man den Gegner da gut ausbremsen schon. Wenn ihr gleiches Supply, gleiche Worker-Anzahl, aber halt immer noch ein Nexus gegen zwei. Hier gibt es nach wie vor nichts weiteres. Da wird jetzt der Immortal muss erstmal sich seinen eigenen Weg freibahnen, bevor er hier rauskommt. Also der kommt hier lange nicht mit den Fight dazu. Warprison sieht, dass die Armee immer noch vor der Haustür steht. Jetzt wird neue Probes gebaut für Shadow. Mit seinen inzwischen. Ja, inzwischen hat er 4 Immortals. Und nicht sicher, ob Goblin da noch durchkommen kann gegen 4 Immos. Eher seine Hoffnung wäre, dass es doch irgendwie in die Basis reinkommt, aber mit dem Pilen hier wird das so schnell nicht passieren. Sein eigener Immortal ist dann zwar auf dem Weg, aber es sind trotzdem noch 2 Immortals hinten in diesem Fight. Was die Sache sehr schwierig macht. Aber dann noch deutlich mehr Adepts brauchen. Es kommen auch immer noch weitere Adepts. Das ist nach wie vor Goblin verzichtet auf seine Nexus. Heißt natürlich auch, irgendwann seine Basis wird ein bisschen schwächeln, was das Mining betrifft. Kein Mineralienfalter wird nicht mehr so lange halten. Die Adepts hoffen immer noch auf eine gute Gelegenheit. 100 Mineralien sind da noch drauf auf den Feldern, mehr oder weniger. Also es geht zur Neige. Je nachdem, wie lange dieses Standoff noch so läuft. 5. Immortal kommt. Also Shadow baut einfach ein Immortal nach dem anderen. Hat nochmal ein paar Props rausgelassen aus seiner Mainbase. Hat jetzt also wieder deutlich besseres Mining. 30 zu 25 Probes. Warprism scoutet nochmal nach vorne. Die Immortals haben wir dabei. Versucht das ein bisschen auszuspielen. Verstärktes Schild ist kurz aktiv. Um einfach, ja, ohne Schaden kämpfen zu können. Beide tanzen dann mit ihren Immortals. Aber es ist einfach die Immortal. Der Immortal-Unterschied ist einfach brachial. Pilot wurde jetzt durchgezogen. Also die Basis ist verschlossen. Da soll es in den Kampf gehen. Die Adepts haben wir den Teleport nicht ganz weit. Jetzt gehen sie rüber auf die Flanke. Das Warprism kann aber einladen. Die Einheiten nach auf die andere Seite jonglieren. Die Adepts werden weniger und weniger. Die 4 Immortals stehen allerdings immer noch. Die Schildbatterie ist jetzt out of energy, aber Overcharge ist verfügbar. Und das ist nach wie vor ein großes Problem für Goblin, durchzufallen gegen den Overcharge. Diesmal kommt er nämlich nicht an die Schildbatterie ran, um die zu zerstören. Seine Einheiten geben ihr Bestes. Der eine Immortal chillt immer noch oben auf My Ground. Ist noch gar nicht wirklich in den Fight mit involviert. Also es sind nur die 4 von vorhin. Die Probes gehen trotzdem wieder in den Kampf. Shadow fühlt sie dazu genötigt, nochmal die Probes zu ziehen für diese Aktion. Und hat 11 Stück auch kommt davon frei. Jetzt wieder weniger Worker als der Gegner, aber die Armee von Goblin wird kleiner. Die Immortals, die sind von Shadow immer noch alle mit dabei. Also jeder Mortal lebt auf der anderen Seite, lebt die Immortals auch noch. Jetzt wird mal einer gesniped. Jetzt haben wir gleich nur noch die Immortals dabei. Goblin, mehr hat er viel. Nicht unbedingt. Nee, er hat nur noch das Warprison mit diesen 2 Immortals. Alles andere ist draufgegangen. Währenddessen der Immortal, okay, der arbeitet jetzt auch wieder so im Weg. Vielleicht könnte es einfach mit dem Warprism rausladen, aber das Warprism verlässt selber die Base, versucht einen Counter-Attack. Hier gibt es auch noch einen Counter-Attack mit den beiden Immos. Kommt da nochmal ein Pylon raus. 22 zu 25 Worker, aber ja, wie man sieht, jetzt bräuchte man die zweite Basis. Und das gibt es ja auch schon mit Long-Distance-Mining. Jetzt ist eben der Punkt erreicht, wo der zweite Nexus deutlich hilft. Mining-Tennis, ich hatte den Vorteil immer wieder mal, dann ist das wieder ausgeglichen worden.
Und das wird jetzt eben nicht so wenig angenehmer für Goblins, zumal er jetzt auch Probleme in seiner Economy bekommt. Zwei Immortals sind hier und versuchen ein bisschen Zeug zu snipen. Die Sentries sind nicht stark genug. Der eine Immortal versucht sein Bestes. Aber das Warpless Map mit dabei, das macht die Sache hier etwas unangenehm. Sehr viel Mobilität mit dabei. Die Immortals warten erstmal noch auf ihre nächste Gelegenheit. Können auch hier die Probes angehen. Es sind seit wieder drei Immortals am Start. Noch mehr Probes werden gebaut für Shadow. Und unten an der Netflix wird nochmal versucht, was zu snipen. Da wird aber der Immortal ja unbeaufsichtigt gelassen. Da verliert man einen. Also Goblin gerade mit ein bisschen bessere Micro-Moves, aber hat halt supply-technisch ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Und nach wie vor keinen zweiten Nexus, was für Probleme sorgt. Mit nochmal drei Props rausfällt, aber jetzt auch wieder hier und da ein bisschen was gegen diesen Immo hier. 1 gegen 1 mit den Immortals, was man nicht wirklich haben möchte, sondern der Immortal ist eher dran, die Props anzugreifen. Unten ist aber ebenfalls die Immortal-Präsenz da. Jetzt haben wir 4 zu 4 Immos auf dem Feld. Massenhaft davon. Weiterhin aber Shadow-Probes, was etwas, was Goblin nicht macht. Und das sieht man eben, der Mining-Vorteil jetzt größer als er je war bisher in dieser Map. Nach diesen ersten 10 Minuten. Die Immortals trotzdem, sie kämpfen sehr, sehr fleißig, um die Stalker auszuschalten. Da kommen jetzt die Immortals von Shadow mit rüber für die Verteidigung. Aber Goblin kommt hier nicht wirklich durch. Er hat 20 Probes, jetzt gerade nochmal 4 verloren über den Immortal hier und den Pylon ebenfalls. Also er hat hier nochmal ein paar Kills zusammengefragt, damit 10 Worker Unterschied. Und Army Supply wird die Kluft natürlich auch nicht angenehmer. Defensivposition nach wie vor bevorzugt mit dem Schildbatterie und dem Overcharge. Und ja, Shadow hat einfach die zweite Basis. Die ist wirklich Luxus jetzt für ihn. Das mein Mineraleinkommen von Goblin ist wirklich nicht mehr sonderlich gut. Wir sind dabei 1000 Ressourcen pro Minute, fast Unterschied. Das Warprism wird jetzt auch nach Hause geholt mit dem Immortal, dass der auch noch mit dabei ist. Ja, 4 zu 4 ist da der Stand und beide haben Warprism am Start. Aber Puffermasse, da sind noch 5 Stalker mit dabei für Shadow und das noch 2 Sentries statt eine. In der Depths ist er gerade noch schlechter und beide haben Observer mit am Start. Der Observer wird tatsächlich zuerst gesniped. Die Sentries nicht gegeistert, aber sie haben es tatsächlich fertig gebracht. Trotzdem möchte er schon hier den Fight starten. Er hat das Gefühl, er hat genügend dafür, genügend Masse, um diesen Kampf zu gewinnen. Die Immortals werden durch die Gegend geschoben von den Forcefields, werden nach hinten gezogen durch das Warprism. Der Fight läuft und läuft und läuft. Jetzt nur noch Immortals da wieder bei Goblin. Er hat nur noch Immortals und Warprism und nicht genügend Platz, um alle auf einmal einzuladen. Und Goblin weiß auch, er hat nach wie vor keine weitere Basis und kann nicht mal ansatzweise an die Netzschwelle des Gegners. Somit hat er da keine Chance und Shadow holt sich hier den Sieg mit einem 2:0. Verteidigt da Welle um Welle. Goblin wollte unbedingt da durchbrechen, aber dieser Nexus stand und dieser Nexus konnte dann vor allem auch wichtigerweise genutzt werden. Man sieht ja, dass das eben mit dem Mining leer lief. Ich habe noch kurz die Verwerfung, als Shadow nochmal die Props geopfert hat für die Verteidigung. Da ist er dann eben nochmal zurückgefallen mit seinem Vorteil, aber dann hat sich das eigentlich, wie man sieht, weiter und weiter aufgebaut. Die zweite Basis hat mehr Profit da gebracht und war wichtig, um dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn man deutlich mehr Props verloren hat. 30 zu 4, es waren wirklich nur 4 Probe-Kills, die Shadow gemacht hat bei Goblin. Der Rest war halt Goblin vorne. Er hat 41 Adepts da reingejagt. 11 Sentries. Hat keinen einzigen seiner Immortals verloren. Auf der Gegenseite sind 3 draufgegangen. Trotzdem waren noch 3 übrig. Weil er viel Restmasse, die gekämpft hat. Ja, gut, die Probes mehrfach oder zweimal in der Verteidigung hat natürlich auch gekostet. Aber damit ist es der Sieg für Shadow in diesem Match. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.